Wiedergutmachung für die herbe 0:5 Auftaktklatsche in Illertissen steht auf der Agenda der DJK Filzig. Vor den knapp 800 Zuschauern am Hutgarten will der Vizemeister im ersten Heimspiel der neuen Saison gegen Türkgücü München ein ganz anderes Gesicht zeigen. Die in der Sommerpause wieder einmal komplett rund erneuerten Gäste in Hellblau starteten dagegen beim 2:2 gegen Meister Würzburg stark, schnupperten sogar lange am Sieg. Beide gönnten sich eingangs eine recht lange Findungsphase mit vielen Ungenauigkeiten, ehe dann Jakob Zitzelsberger nach knapp einer Viertelstunde den ersten Warnschuss auspackt. Keeper Julius Schmid lenkt den Ball drüber. Überhaupt fanden die Oberpfälzer nun zumindest partiell zu dem Spiel, das sie in der abgelaufenen Saison ausgezeichnet hatte. In einer tollen Kombination steht allerdings der Pfosten dem Führungstreffer im Weg. Andreas Jünger hatte dazu genau gezielt. Highlights waren weiterhin allerdings rar gesät. Im Manfred-Zollner-Stadion erst nach einer halben Stunde musste Schmid nochmal bei zwei Schüssen von Alexander Dotzler und hier Josef Gottmeier ran. Türkgücü machte insgesamt die Räume gut dicht und lauerte auf Umschaltmomente. Auch wenn offensiv vorerst nicht allzu viel ging, zeigten die Gäste trotzdem, dass sie eine ganz andere Mannschaft sind als noch in der Frühjahrsrunde. Kurz vor der Pause dann aber nochmals die DJK. Nach einem schönen Seitenwechsel zuvor wird Paul Grauschopf auf links freigespielt und der Kapitän beweist einmal mehr seine tolle Übersicht und bedient mustergültig Jim Patrick Müller, der ins halbleere Tor einschieben kann. Erster Saisontreffer des Vizemeisters also nach 44 Minuten durch Routinier Müller. Filzing nahm also doch noch eine Führung mit in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel die Gastgeber spielbestimmend, doch ein langer Ball der Landeshauptstädter führt nach 49 Minuten zu ihrer ersten Topchance der Partie. Sandro Porter scheitert jedoch an Torwart Max Putz. 5 Zeigeumdrehungen später wird ein weiter Ball per Kopf verlängert zu Jünger. Der behauptet sich da auf dem rechten Flügel und flankt auf den heranrauschenden Müller, der das Leder per Dropkick nimmt und trifft. Doppelpack des 34-jährigen Ex-Profis, Filzing also auf dem besten Wege in puncto Wiedergutmachung für den Illertissen-Auftritt. Die Neuperlacher mussten nun natürlich offensiv mehr aus dem Sattel. Und in der 62. Minute fliegt eine gefährliche Flanke in den Strafraum. Putz mit allem, was er hat, gegen Emre Tunç. Der Nachschuss dann eher eine leichtere Übung für den DJK-Keeper. Die Hauser nun nicht mehr mit der allerletzten Konsequenz nach vorne, aber wenn sie die Zügel anzogen, wurde es nach wie vor gefährlich. 73. Minute, Schmid kann den Schuss von Tobias Hoch abwehren und ist dann auch schneller am Ball als Jünger. Aber im dritten Anlauf setzt sich Martin Tiefenbrunner durch und findet, na klar, Müller, dritter Streich für ihn. Und beim Titel Man of the Match waren längst keine Fragen mehr offen. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ dann aber offenbar kurz die Konzentration nach. Vermeidbarer Ballverlust da vor dem eigenen 16er. Und dann setzt sich Tunç stark in Szene und erzielt nach 77 Minuten den Ehrentreffer für die Gäste. Denn letztlich blieb es bei diesem 3:1. Ja, wir haben von der Mannschaft eine Reaktion gefordert. Ich glaube, das hat's eindrucksvoll bewiesen und hat eine Reaktion gezeigt. Erste Halbzeit sind wir noch 5 Minuten, meiner Meinung nach, richtig gut in den Spike gekommen. Haben wir den Gegner ja schon beherrscht, haben wir die eine oder andere Riesenchance gehabt, haben wir es leider wieder nicht gemacht. Aber dann zu einem wichtigen Zeitpunkt kurz vor Halbzeit 1:0 gemacht. Da machen wir in der zweiten Halbzeit 2:0, haben wir eine brenzlige Situation überstehen müssen. Schießen wir es 3:0 und dann holen wir den Gegner mit einem individuellen Fehler zurück. Aber grundsätzlich, glaube ich, war es auf 90 Minuten ein verdienter Sieg. Ich glaube, der große Unterschied war einfach, dass Filzing in den entscheidenden Phasen das Tor gemacht hat und wir wirklich sehr, sehr oft gehabt haben, in Phasen, wo wir ein Tor machen können, das verpasst haben und dementsprechend dann auch Filzing dann das Spiel gewonnen hat. Die DJK Filzing rehabilitiert sich also für die Auftaktklatsche und fährt dank Dreierpacker Müller die ersten 3 Punkte der neuen Spielzeit ein. Türkgücü stellt allerdings auch im zweiten Saisonspiel unter Beweis, dass mit ihnen durchaus wieder zu rechnen ist.